So, da sind wir wieder zurück. Am Meer. Wunderschönen Meer. Und da ist die Botschaft. Ich schätze mal, das. Oder hier, das alles hier ist die Botschaft. Ja, ich muss mal gerade die rechte Hand kurz an meinem T-Shirt abwischen, denn ich schwitze ein klein wenig. Das passiert mir halt beim Aufnehmen von Let's Plays. Das Gute, das Problem ist, beim Zocken alleine bin ich ja schon meistens angespannt, wenn ich sowas hier spiele. Aber dann kommt noch das Reden dazu. Die Invasion hat sie wohl nervös gemacht. Suchen Sie einen anderen Eingang. Warte, ich glaube, der ist alleine. Ach, und ich habe jetzt... Ach, stimmt, die M66 habe ich jetzt gar nicht mehr dabei. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut, denn diese hier ist sowieso besser. So, gut, dass ich einen Schalldämpfer drauf habe. Ich glaube, viele Waffen hier in dem Spiel haben Schalldämpfer. Viele Waffen hier haben Schalldämpfer, weil das eben so ein Söldnerspiel ist. Ich glaube, das... Oh. Ja, scheiße. Das war nämlich so ein... Kacke, das war jetzt so ein Admiral. Ach, was soll's. Komm. Jetzt wissen die halt, dass wir hier sind. Hacken wir uns rein. Hallo? Was? Ich frage mich auch allgemein, die vektanische Botschaft, das ist doch, das wird doch bestimmt jetzt total unter Beschuss genommen, jetzt wo die Hellgast die Vektaner hassen. Also jetzt, wo der Krieg so richtig losgeht. Warum haben die denn überhaupt noch eine Botschaft hier? Oh. Pistolen-Action. Diesmal kein Nahkampf. Ich wollte mal ein bisschen Variation reinbringen hier. So, jetzt aber wieder. Und wir haben auch gesehen, wenn der Gegner jeweils über oder unter uns steht, dann erscheint nur so ein Messer. Also dann gibt es keinen richtig fetten Nahkampfangriff. So. Die wissen jetzt schon wieder nicht, dass wir hier sind. Die Kommunikation innerhalb des Teams der Hellgast klappt ja offenbar sehr super. Naja, was soll's. Hier geht's nicht durch. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Ach, hier. Warte, ich merke schon, von links kommt was. Nein. Ja, ist ja gut. Ich beeil mich ja. So. Weglaufen. Oh. Flammenwerfer, 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 Flammenwerfer. Nimm die Granate. Flammenwerfer, warum haben die Flammenwerfer? Geht mir weg mit scheiß Flammen. Ihr könnt mich mal alle. Ich hoffe, der ist schon... Nein, der ist noch nicht tot. Oh, nein, noch eine Granate. Die habe ich nicht bemerkt. Du sollst dich sowieso nicht beschweren. In deinem scheiß Kreuzer sitzt du da rum und tust gar nichts. Ach, warte. Und ich merke auch, hier der ganze Rauch kommt. Das ist grafisch schon echt eine Nummer. Guckt euch das an, das ist echt, also, puh. Ja, öffnet sie, damit ich eine Granate reinwerfen kann. Danke sehr. Scheiße. Hier wimmelt es vor Higgs. Der Botschafter hat wohl keine Immunität mehr. Ja, das hätte mich jetzt auch überhaupt gewundert, wenn der noch recht. Scheiße, ich werfe eine Granate auf mich selber. Verdammt. Das sollte doch leicht verdientes Geld sein. Nein, nein, nein. Nein, ich bin so dumm. Das war keine Absicht. Ach, warte, bevor wir die Tür aufmachen. Meine Güte, ich werf Granaten auf mich selber. Mensch, bin ich gut.
Frontteam, bitte melden. Nein, oh, das Frontteam ist tot. Wir sollten die Tür aufmachen, damit der Typ, der bereits unser Frontteam gekillt hat, auch uns fertig machen kann. Das ist zwar bisher jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich werde es jetzt auch bestimmt schaffen. Komm. Ja, hahaha. Ha, ha. Alles Gute. Scheiße. Hier wimmelt es vor Higgs. Der Botschafter hat wohl keine Immunität mehr. Dieser scheiß Raketenwerfer-Typ soll mal kommen. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Nein. Bleib mir weg. Nein, 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 nein. Kein Feuer, kein Feuer. Feuer ist ganz ungesund, vor allem wenn es an meinem Körper lodert. Komm nur her. Ach so, okay, gut. Das haben wir schon mal. Dreifach Eliminierung. Ja, seht ihr? Was habt ihr davon, wenn ihr mit einem Flammenwerfer-Typen zusammensteht? Warum? Ach, stimmt. Meine Güte, bin ich dumm. Natürlich gibt der Flammenwerfer-Typ ist natürlich hier, um die Botschaft anzuzünden. Das ist ja gar nicht die Helgas Botschaft, das ist die Vektar-Botschaft. Ich sag's die ganze Zeit, aber ich denke nicht dran. Es ist die vektanische Botschaft, und weil sie sich ja jetzt hassen, zünden die hier natürlich alles an. Ich empfange einen Notruf von drinnen. Ich leite weiter. Wiederhole, hier Botschafter Harkin. Bewaffneter Angriff auf die Residenz. Die wollen uns töten. Zack! Bitte, meine Frau und mein Sohn sind bei mir. Wir brauchen Hilfe. Ich verstehe das nicht. Wann wurde der Botschafter zum Staatsfeind Nummer 1? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wann er zum Staatsfeind Nummer 1 wurde. Vielleicht seitdem hier Krieg ist und kein Botschafter mehr gebraucht wird und der Botschafter vermutlich der einzige Vektaner ist, der hier legal auf Helgan war. Wahrscheinlich deshalb. Oh. Ich will noch nicht sterben. Mami. Oh, noch einer. Scheiße. Noch einer mit einem Flammenwerfer. Weglaufen, 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 weglaufen. Lalalalalala. Ihr kriegt mich nicht. Oh. Seiteneingang. Ups. Oh. Oh. Ich muss Muni aufheben. Hier ist Muni. Und, ach, komm, kletter hoch. Scheißegal, komm. Hauptsache vom Flammenwerfer weg. Ich hab keinen Bock, angezündet zu werden. Der Botschafter hat Ärger. Es gibt einen Weg um das Gebäude herum in die Residenz. Los! Ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Feinde zu... So. Ich laufe jetzt einfach durch. Sie kommen durch! Valeria! Unten bleiben! Nein! Bitte! Bitte! Sie haben sie erschossen! Bitte! Warte! Nein! Scheiß auf den Botschafter! Der Sohn lebt noch. Ich verstehe es gerade nicht. Der Hick-Bodyguard macht die Hicks fertig, weil er in der Botschaft arbeitet oder was? Weil der wird mir grün angezeigt, der Hick. Die haben die Vektanen, der vektanische Botschafter hat einen gepanzerten Hick-Soldaten, der selber Hicks fertig macht, um die Botschafter zu schützen. Und dann sterben Botschafter und Frau und lassen nur noch den Jungen übrig oder was? Und jetzt weiß ich nicht, was ich hier machen muss. Habe ich jetzt gewonnen oder? Es geht hier nicht. Es geht hier nämlich nicht durch. Ach, oh, bin ich blöd. Ein Soldat! Boris! Oh, Scheiße. Das sind Harkin und seine Frau. Sie sind tot. Sind Sie die Kavallerie? Sie kommen zu spät. Mutter. Zivilisten töten.
Das tun Soldaten nicht. Das ist unterste Schublade. Denner, ich stehe schwer unter Beschuss. Ich komme nicht ran, um zu evakuieren. Bringen Sie den Jungen zu dem Anleger, den wir gesehen haben. Nehmen Sie ein Boot. Irgendwie muss das klappen. Ich helfe den Jungen hier rauszubringen. Ich hab's dem Vater versprochen. Justus, bleib bei mir. Warum soll ich den denn evakuieren, wenn der so einen Fettsack da vorne hat? Seid ihr bescheuert? Ich will mein Geld haben. Und ich kann auch nicht springen jetzt gerade. Tja, da ist es die okay, ich muss sagen, die Frau, die hat jetzt, also dem Aussehen nach, war das jetzt nicht so optimal, aber der Botschafter, der tut mir schon leid. Jetzt ist der Botschafter tot und der hat einen Sohn hinterlassen. Und jetzt müssen wir den Sohn natürlich evakuieren, weil der total wichtig ist und so. Aber gut, ich meine... Wir müssen in den Hof. Von dort aus kommt man zu den Docks. Ich bin schon überrascht, dass dieser... Hick... Scheiße! Raketen! Scheiß auf Raketen. Machen wir doch. Also so ein... Also ein Helgarn-Bewohner, der den Vektanern hilft... Das kannte ich aber auch noch nicht. Dem helfen wir aber mal gehörig. Ja, ich kümmere mich. Junge, wenn du Vektaner bist, ist das doch scheißegal. Die Vektaner sind feige, da kannst du auch nichts dran ändern. Der ist offenbar sehr patriotisch. Aber dass dieser... Das wundert mich doch sehr, dass dieser Hellgast-Bodyguard sich auf die Seite des vektanischen Jungen stellt. Das ist schon... Also ich muss schon sagen, kann man nur empfehlen, so eine Aktion. Ja, so ausgeschaltet. Zufrieden? Vater Vektaner und eine Schlappe. Aber der Junge hat Mumm. Wie sein Vater. Okay, die Mutter war offenbar nicht sehr beliebt. Vater Vektaner, Mutter Schlampe, ja, das. Also, wie gesagt, also vom Aussehen her hätte ich sie nicht genommen, muss ich mal so sagen. Das überlebe ich nicht, Söldner. Halten Sie sie mir vom Leib. Das überlebst du? Was überlebst du nicht? Du läufst doch wieder. Die Welt ist verrückt geworden. Oder ich. Achtung, am Fenster, es gibt Ärger. Sie müssen ihm helfen. Der Junge liebt diesen Söldner und der Söldner liebt den Jungen. Besser kann es ja gar nicht laufen. Obwohl der scheinbar Vektaner... Der hat... Vektaner liebt er auch nicht so sehr. Ich sterbe noch nicht an der Seite eines Söldners. Der hat... Wahrscheinlich hat er eher weniger was gegen Vektaner als gegen Söldner. Woher erkennt man eigentlich, dass ich Söldner bin? Bin ich schon so bekannt oder was? Nein, sie dürfen ihn nicht töten. Das habe ich selber schon festgestellt. Aber er ist ja auch nützlich, muss ich mal sagen. Deswegen ist das ja auch in meinem Interesse. So, komm. Nahkampf. Gegenseitig umbringen. Witzig, was Söldner? Mehr vor uns. Der Junge sagt immer nur, wo Feinde sind. Aber sonst macht er auch nichts. Drückt ihm eine Waffe in die Hand. Nein! Boris hat's erwischt. Oh.
Scheiße, ne, Boris? Ich sag's euch, dieses Spiel versucht auf emotionaler Ebene zu begegnen, dem Spieler. Klappt jetzt nicht ganz so gut. Aber ist schon, also der Junge ist bestimmt zu Recht traurig. Das war ja schon was Besonderes. Ein Hick, der einen Vectaner beschützt. Auch wenn er dafür vielleicht bezahlt wurde oder so. Zum Hof geht's hier lang. Nein, Boris hat's erwischt. 5 Sekunden später, zum Hof geht's hier lang. Mir ist scheißegal, dass der Typ hier tot rumliegt. Nettes Geräusch. Meint ihr, der Typ hätte über... Ist das geskriptet, dass er hier stirbt, oder hätte ich Boris auch beschützen können? Ich glaube nicht, ne? Wäre ja dumm gewesen. Ich glaube, ich habe nirgendwo gelesen, dass die Story hier individuell gestaltbar sein soll. Wäre noch schöner gewesen, weil sonst hätte ich den nämlich gerne mitgenommen. Der und sein MG und seine Panzerung, der war schon echt praktisch. Dabei muss man allerdings sagen, Panzerung hin oder her, wenn er mit seinem MG nicht die Raketenwerfertypen erledigen kann, dann war der doch nicht so nutzvoll, wie ich gedacht hätte, aber ist ja eigentlich auch egal. Gib eine Bewertung ab. Eine Bewertung. Das war Boris' letzter Wunsch. Ich schwöre es euch, und es war auch nebenbei der letzte Wunsch von Botschafter... Nennen wir ihn Botschafter Müller. Ich weiß nicht. Habt ihr den Namen vergessen? Ich weiß nur, dass der Junge Just Justice heißt. Justice. Ähnlich betont wie Justice. Und das bedeutet ja Gerechtigkeit. Wird der Junge Gerechtigkeit bringen? Oder wird er sterben? Genauso wie Boris. Sein treuer Leibwächter. Und der Boris, der tut mir noch eher leid als der Botschafter. Ja, und das ist ein Helganer. Also, ja, seht ihr? So grausam. Naja, ne? Bis zum nächsten Mal. Müssen wir ja jetzt irgendwie verarbeiten, diesen herben Verlust. Ich bin so traurig. So traurig, dass ich in 5 Sekunden eine weitere Folge aufnehmen werde. Tschüss!